Spiel mit dem, mit der Hallo ihr Lieben, von mir ein kleines Update, was die Pflanzenanzucht angeht. Es grünt bei mir, ich habe ein bisschen was Neues in Erde gebracht und ja, es gibt ein bisschen was zu zeigen. Ich gehe dafür auch jetzt näher ran. Und zwar haben wir hier vorne, ne, hier rechts, den Kohlrabi. Vielen Dank an die fleißigen Kommentarschreiber, ihr hattet recht. Ich habe das letztes Mal nämlich verwechselt mit Paprika. Das Ganze steht jetzt richtig rum und nun kann man das klar zuordnen. Ich hatte wohl einen Dreher drin. Und zwar hier oben. Die ersten, das sind immer vier nebeneinander, sind eine Reihe. Sind quasi, ist hier ein Block und da ein Block. Und die erste Reihe war Paprika, nächste wieder Paprika, Paprika, Paprika. Also die ersten 16 insgesamt. Alles Paprika, davon sind 5 Stück nicht gekommen. Keine Ahnung, ob mir die mal zwischendurch zu trocken wurden. Das ist natürlich auch mal passiert. Ja, was haben wir nach denen? Achso, hier unten noch. Jalapenos. Da gibt es Hoffnung, da kommen noch mehr. Ansonsten sieht das hier auf der Seite schon mal sehr gut aus. Finde ich. So ist grünt. Wir haben heute übrigens sehr schönes Wetter. Da, so eine Sonne, die kommt noch rum. Davon werde ich noch gut haben. Okay. Ja. Gut, geht's weiter. Hier auf der rechten Seite haben wir oben, das müsste sein, 2 Reihen Chilis, genau. Und dann haben wir 2 Reihen Physalis und unten, wie gesagt, den Kohlrabi. Ja, nochmal zu dem, was nicht gekommen ist. 5 Paprikas, wie schon gesagt. Eine von den Physalis, was jetzt direkt in der Mitte zu sehen ist. Und da unten, da fehlt noch bei den Chilis. Also ist natürlich klar, ich habe jetzt einfach mal pro Klorollenhälfte gerechnet. Ich habe ja generell überall 2 drin. Und bin jetzt einfach nur vom Einfachen ausgegangen, ob überhaupt aus so einem Ding was gekommen ist und das so durchgezählt. Das waren ja insgesamt 40 Stück, wenn ich mich jetzt nicht irre. 10, 20, 30, 40, yep. Und ja, ich habe vorhin gezählt, ich glaube, es waren 52 von 75, die kommen können, sind gekommen. Ja, ansonsten finde ich, sieht das ganz gesund aus. Ich finde das voll spannend, wie, da sieht man das ganz gut, aber ich muss ein bisschen weiter weggehen, sonst ist es unscharf, das kriegt der Autofokus wohl nicht rein. Wenn die Samenkapsel quasi abgeht, also ich kann quasi beobachten, jetzt nicht in dem Moment, wo es runterfällt, aber generell, wie die Blätter dann nachher sich da so rausziehen aus dem Samen, da sieht man das auch. Und ja, das Teil dann fallen lassen. Da liegen sie zum Beispiel an der Seite. Oder da auch schon ins Loch gefallen. Manchmal habe ich ein bisschen nachgeholfen, muss ich sagen. Ich muss ja zupfen und machen und fliegen. Und ich glaube, denen geht es gut soweit. Ne? Da gibt es jetzt weiter erstmal nichts mehr zu sagen. So, und dann habe ich hier noch neue Sachen. Aber bevor ich zu den neuen komme, haben wir hier nochmal was ganz anderes. Und zwar, ich habe Ingwer ja ins Wasser gebracht und man kann sehen, wunderbar sogar. Ja, und man kann gut erkennen, dass jetzt hier die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Rhizom oder so, wenn diese kleinen Äuglein sich ausbilden quasi. Ja. Auf jeden Fall ist das auf einem guten Weg, wie ich sehe. Mir gammelt nichts weg. Ich habe auch verschiedene Stücke rein, weil ich einfach sehen wollte, wie sich das entwickelt. Einfach mal gucken. Und dazu genommen habe ich letzte Woche Kurkuma. Ja, Kurkuma ist hier ins Wasser gekommen und da hoffe ich mir halt auch was. Weil ich habe irgendwie mitgekriegt, dass es nicht viel anders als Ingwer oder wenn nicht sogar genauso. Ja, und hier achte ich halt darauf, dass ich regelmäßig das Wasser austausche. Also ich achte dann drauf, man sieht das ja, das Wasser verfärbt sich halt und da kann man auf jeden Fall dann gegenwirken. Und ich habe immer das Wasser ausgetauscht und einmal ein bisschen auch sauber gemacht und dann wieder rein damit. Gut, aber dann seid ihr bestimmt schon neugierig, was ich hier noch so drin habe. Ja. Also, jetzt muss ich mal ein bisschen rüberschielen. Was habe ich hier noch drin? Genau, ganz unten, und zwar habe ich von Natürliches Leben, hier von Willi und Miri, den Red Giant gekriegt. Das sind dann quasi wie so eine Welle. Moment, wackel, wackel. Also die zwei, der und der. Und so wird das vom Muster her bis ganz oben gehen. Da ist der Red Giant drin, den ich von Willi und Miri, wie gesagt, gekriegt habe. Dann ein Höher vom Permaglück. Der Pflücksalat Gelb. Das noch nicht zu sehen. Denn die dritte Reihe, das müsste der Feldsalat sein. Ja, ich habe mir mal Demeter-Qualität oder Demeter-Feldsalat geholt.
Obst, der ist da drin. Und da, wo jetzt überall was kommt, das sind Radieschen. Da könnt ihr auch sehen, wie ich das gemacht habe. Hier rechts habe ich ein Loch in der Mitte gehabt, zwei Samen rein, fertig. Und hier ist das so, dass ich drei Löcher gemacht habe mit je zwei Samen. Einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ja, das sind jetzt hier zwei rein Radieschen. Das war, glaube ich, einmal ein Geschenk vom Finn, ein Freund von mir. Und schiel nach links rüber. Was war das andere noch? Ach so, vom Permahof, genau. Da wollte ich eigentlich eine andere Sorte reinmachen, hab nicht gesehen, dass in dem Päckchen zwei verschiedene Sorten waren und somit habe ich nochmal das gleiche ausgesät, aber halt von denen. Und dann hatte ich hier oben noch zwei Röllchen über und da habe ich, wie auch hier rechts, diesen hier, den Kohlrabi dann reingebracht. Da freue ich mich ganz besonders. Gut, und dann haben wir hier noch, Mann, ich muss wieder viel sabbeln. Das ist echt krass. Und ich stehe hier mit einem krummen Rücken. Ja, okay, knack, knack, knack. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, worauf zeige ich? Ich zeige hier auf zwei Schälchen und noch ein drittes daneben. Fangen wir mal mit hinten an. Da ist jetzt noch nichts rausgekommen, außer hier so ein kleiner Überlebenskünstler oder Überlebensstarter. Also ich habe in jedem Fach natürlich eine Sorte angebaut. Und ja, was habe ich denn hier oben rechts drin? Rotes Basilikum in der Mitte, Basilikum Genovesa vom Permahof. Denn, also das rechts war von mir, das kennt ihr noch vom letzten Jahr. Dann habe ich hier noch links Petersilie. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das habe ich gar nicht hingeschrieben. Ich glaube auch Permahof. Ja, und dann habe ich hier vorne im Schälchen rechts Liebstöckel. Das habe ich von der lieben Maria gekriegt. Rucola in der Mitte von Permaglück und links Knoblauchschnittlauch von meiner Mama. Da habe ich ein bisschen Saatgut gekriegt. Ja, und dann gibt es nur noch hier was und da habe ich einfach mal freie Schnauze gemacht. Den Meerkohl. Weiß allerdings nicht so richtig, wie der aussieht. Ich habe gegoogelt, aber es hat mich ein bisschen irre geführt, sage ich eher. Und unten Blattfenchel. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ich habe einfach mal versucht. Gut, das war's auch schon. ja, ansonsten habe ich hier nochmal aufgeschrieben, was ich generell dieses Jahr nochmal anbauen möchte. Da kann man das sehen. Erbsen fehlen mir noch. Rotkohl, Kohlrabi brauche ich noch mehr anscheinend. Warum weiß ich jetzt gerade nicht? Wahrscheinlich generell nicht genug. Also ich brauche noch Kohlrabi. Ach so, genau, normalen Kohlrabi. Ich habe da rechts den Kohlrabi Superschmelz und einen ganz normalen Bio-Kohlrabi. Den will ich anbauen noch. Genau. Weißkohl, Kopfsalat, Porree. Ich weiß, ihr könnt lesen. Ich lese trotzdem vor. Mais. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Was habe ich denn da? Ach so, Minze, genau. Minze, Blumenkohl, Spinat, diese langen, stinknormalen Salatgurken, genau. Da bin ich eher Fan von als diese Gewürzgurken. Das ist nicht so meins. Oregano und rote Zwiebeln. Ja, unbedingt rote Zwiebeln. Da brauche ich ganz viel von, habe ich noch gar nichts. Das sind so die Sachen, die ich mir noch vorgenommen habe. Ja, ich wurde ja gefragt, letztes Mal in den Kommentaren, als es hier drum ging, hey Lars, brauchst du noch irgendwas? Also das wäre das aktuelle Update. Und ich habe auch gerade nichts in Aussicht oder so. Es ist echt toll. Vielen Dank an alle, die mir irgendwie Saatgut haben zukommen lassen. Ja, echt ganz toll. Ich habe natürlich auch was gewonnen, so ist es nicht. Aber generell, ich bin total happy. Hier könnt ihr jetzt nochmal alles sehen, was hier drin ist. So habe ich meine Listen gemacht. Komme ganz gut damit zurecht. Ja, hier, wer gerade vielleicht nicht mitgekommen ist, oder manchmal habe ich auch Versprecher drin. Das ist auf jeden Fall Fakt, was hier auf den Zetteln steht. Ganz toll. Wow, ich bin gespannt auf den Ingwer. Da ist eine Vorfreude da, ihr glaubt das nicht, weil ich liebe diesen Ingwer. Kurkuma genauso, ganz, ganz, ganz heilig für mich. Aber ich möchte es weiter in meine Ernährung integrieren und da gehört das auf jeden Fall zu. Ja, hier nochmal ein kleiner Hubschrauberflug, wie der ein oder andere gerne mal sagt. Die Sonne ist da, das will ich euch noch zeigen. Ganz toll, wie sie jetzt rumkommen. Die werden noch einiges abkriegen hier. Hab das auch alles mal ein bisschen erhöht. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, euer Lars.